Hallo und willkommen zurück zu Tribute of Evermore. Und ich pfeife ab, viel zu früh abgebrochen, weil ich total die Zeit aus den Augen verloren habe. Das wird dementsprechend als Doppelpart hochgeladen, als kleine Entschädigung, dass ich manchmal irgendwie so ein bisschen verpeilt bin. Also, das ist den Tag aber mal richtig schlimm gewesen. Ein Fehler nach dem anderen. Erst gestorben und dann der nächste Fehl direkt. Ist das doof. Ah, hier sogar. Kopf hoch, Junge. Du kannst bei mir bleiben. Die Monster können uns hier nicht attackieren. Wirst du den Spielstand speichern? Ja. Und damit ist der Fail perfekt. Ich hätte nur noch einen Raum weiter gemusst und wir hätten speichern können. Yay. Oh Mann, ey. Ist das peinlich. Dass die Monster können uns hier nicht attackieren. Raum voller Gegner. Autsch. Da wir die Axt leider eh brauchen, werden wir die jetzt auch mal ein bisschen hochleveln. Nebenher. Dreimal Asche. Honig, Kalkstein, Essig. Honig haben wir nicht genug, das können wir direkt treten. Ganz schön robust, die Kerle. Genug Nektar, ja, da haben wir gerade wirklich genug von. Na, zumindest wissen wir jetzt, wie wir weiterkommen können. Honig. Jetzt fangen wir aber an, das ganze Tag gutes Zeug zu droppen. Hoffen wir mal, dass der Part ein bisschen besser läuft, ein bisschen weniger failig. Autsch. Nee, die lasse ich jetzt einfach leben. Ich habe gar keine Lust, mich mit denen rumzuprügeln. Okay, hier unten ist die eine Tür. Da hatten wir ja auch das Problem gehabt, dass er nicht weiterkam. Aber hier kämen wir jetzt weiter. Ich glaube, hier sind wir auf jeden Fall ein bisschen beschäftigt. Allerdings wissen wir jetzt, wo wir speichern können, um im Notfall dann mal zurückzugehen, wenn wir schon einen relativ langen Part dann haben. Das ist ja, dass wir jetzt überall hier durchbrechen können. Und ich hätte mich auch wieder abkürzen können. Na egal. Mann, ihr nervt heute einen kleinen Kackviecher. Es macht halt gerade wirklich Sinn, die Axt zu leveln, weil wir sowieso die ganze Zeit die Axt brauchen, um durch die Wände durchzukommen. Was war das denn jetzt gerade? Okay. Wieso ist unser Hund jetzt plötzlich rausgeschickt worden? Okay. Ach so, deswegen, weil wir... Ups. Thank you.
die Wand anreißen wir dumm. Als die ganze Zeit der Hund rauskommt. Wir haben ja gerade erst gespeichert, dann würde ich sagen, machen wir mal kurz Reset. Das machen wir. Ihr wisst ja, dass ich auf dem Emulator spiele. Die Wand müssen wir nämlich erstmal zulassen, würde ich sagen. Weil sonst haben wir nämlich jetzt die ganze Zeit das Problem, dass der Hund hier rumdüst. Haben wir gerade erst gespeichert, dann ist ja nicht ganz so schlimm. Wieder war das doch, wir versuchen weniger zu failen. Im selben Moment fail ich. Perfekt. Aber ich muss dazu sagen, es ist immer noch dieselbe Aufnahmesession. Also, ja, der Tag ist schon failig angefangen. Also, warum sollte er nicht so weitergehen? So. Die Wand nicht einreißen. Sonst brechen die Dinger ein und wir können viele Gebiete nicht mehr erkunden, was ein bisschen kacki ist. Das heißt, den Hund erstmal noch eingesperrt lassen. So. Sorry dafür. Na gut, die sind auch gerade still. Die paar Prozente, die wir auf der Waffe gemacht haben, sind jetzt natürlich futsch, aber macht ja nichts. Da wir auch hier und da auch mal Zauber und sowas drin haben können. Wäre das ein bisschen blöd, wenn die uns die Sachen entgehen lassen. Hm? Blitzgenesung erhalten. Ja, das war nämlich gerade ein Zauber. Gut, dass wir das noch gemacht haben mit dem Hund, weil sonst hätten wir tatsächlich einen Zauber verpasst. War natürlich jetzt extrem gut, dass natürlich auch ein Zauber drin war in dem Moment, wo ich das gemacht habe. Okay. Ich wusste nicht, dass einer drin ist. Das war jetzt irgendwie echt Zufall. So. Ach. Diese Kack-Flatterdinger, die einem nur nerven. Ah ne, da oben war ja der Speichertyp ist. Ansonsten ist nur noch der Weg, wo wir den Hund rausholen können. Das werden wir aber nicht machen, also noch nicht. Weil das wäre jetzt quasi der Hauptraum, wo wir auf jeden Fall durchkämen. Also wenn wir hier das geschafft haben. Weil damit hätten wir den Hund dann auch im anderen Gebiet. Aua. Mann. Gott, sind die lästig. Ach, Ruhe. So, wir wollen mal gucken, welche Zutaten wir brauchen für den Zauber. Ist genug Nektar, okay, das hätten wir retten können, aber macht ja nichts. Okay. Weg da, nerviges Ding.
da ist dicht. Ganz schön robust die Dinger. Na, die machen wir mal eben. Ich habe das Gefühl, dass die Axt weniger Angriff hat als der Speer. Ja, hat er auch. Normalerweise sind Äxte eigentlich nur die stärkeren Waffen, aber okay. Wenn es hier woanders ist, macht ja nichts. Möchte ich zumindest auf Level 1 haben, die Axt, damit wir schon mal einen Angriff haben. Weil ich will jetzt nicht permanent die Waffen wechseln müssen. Okay, genau. Also hier hätten wir nämlich den Hund dann hochschleifen müssen. Aua. Das heißt, wir müssen auch bald zurückgehen zum anderen Tempel. Bevor wir dann später in die Stadt gehen, weil dort sollen wir ja die beiden Augen abliefern. Beziehungsweise eigentlich nicht, wegen... Wir wissen ja, dass der nichts Gutes damit vorhat. Ist genug Nektar. Na gut. 14 Mal können wir noch Feuerbällchen machen und dann sind wir die Gegner los. Was genug Honig. Na gut, den kann man Abhilfe machen. Naja, was soll's. Es kann halt nicht immer alles gut laufen und wenn es heute mal Fail Part ist, ist es heute mal Fail Part. Also Fail Parts sind ja zwei. Level up. Apropos, was sagt das? Ups, Waffenlevel. Ja, es geht. Es geht. Also es kommt vorwärts. Halten aber auch ganz schön was aus, die komischen Sarkophage, die hier rumhüppeln. Da ist der Hundekuchen, den wir nicht mitnehmen können. Also hier werde ich dann mal drauf verzichten, die Items zu benutzen und dann nochmal wiederzukommen. Weil wir wissen ja, es ist überall Hundekuchen drin, den wir nicht nutzen können. Wir haben ja versucht, dort Items zu looten. Das ist einfach nämlich... gebe ich auch so unnötige Zeitverschwendung, dann nochmal zurückzukommen für ein Item, was man eigentlich nur verschwenden will, damit man es aufgehoben hat. Ich versuche ja immer nach Möglichkeit 100% zu machen, dazu zählen normalerweise für mich auch die Truhen, aber das ist ja jetzt ein Item, was wir nicht benutzen können, genau wie mit dem Flatterflügel ist das blöde halt auch, dass wir da nur in Schwierigkeiten kämen. Ja, ich kill die jetzt gerade mal, damit wir unsere Waffe ein bisschen hochziehen. Mal sehen, wie viel wir zusammen haben, wenn wir die alle tot haben. Wir haben ja schon trotzdem Progress gemacht. Verzeihung. Naja, 11.
Es geht aber einigermaßen, sag ich mal. Okay, da oben geht es auf jeden Fall weiter. Gucken wir mal weiter links. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob da auch so eine Wand zum Einreißen war. Weiter rechts war auf jeden Fall eine Wand zum Einreißen. Nee, da war keine Wand. Da ist nur die Sackgasse mit dem Stein. Mann, ihr kleine nervtötenden Dinger. Ach. Ups, sorry. Der sollte es sein. Den Zauber werden wir auch hochleveln nach und nach. Der macht mir jetzt ein bisschen Schaden. War nicht schnell ausgeführt. Was auch gar nicht mehr, also unwichtig ist in meinen Augen, zumindest um Gegner schnell und effektiv zu beseitigen. Oh, ich hoffe, dass weiter die Erkältung besser ist, dass die nächsten Aufnahmen etwas angenehmer sind. Weiter unten müssen wir auf jeden Fall auch noch hin. Eieiei, alles voll mit Gegner. Ah, ihr nervtötenden Flatterviecher. Gebt Ruhe. Ups, falsches Ziel. Ah, hier rasche ich gerade einfach mal durch. Ihr seht selber warum. Oh. Okay, das ist blöd. Das ist mehr als blöd. Da kommen wir ja gar nicht mehr ran an den Sachen. Ach nee, stimmt. Da waren wir doch sogar schon. Da haben wir doch alles. Ist noch nicht mal. Ist so nicht mal irgendwie ein Tag her oder so. Trotzdem schon vergessen, ey. Ich bin momentan so durch. Tut mir leid. Sagen, jetzt kriege ich auch noch Hit ab wegen den nervigen Dingen. Okay. Ja, hier ist auch wieder nur der Gegner. Ich meine, irgendwo hier hätte ich noch was übersehen. Ich bin mir aber nicht sicher. Also hier unten ist schon mal erstmal nichts mehr. Da haben wir ja nur noch den Hauptweg, den wir auf jeden Fall noch freischalten müssen, damit wir unseren Hund holen können. Wir haben ja noch einmal die rechte Seite, wo glaube ich auch noch was war. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber auf jeden Fall war da eine Tür. Das weiß ich noch. Zum Einschlagen. Und ansonsten haben wir ja noch die eine Tür, wo wir dann den Hund holen. Lass den aber auch nicht vorbei, die kleinen Scheiße. Oh, du hast mich vergiftet. Jetzt bist du dran. Oh, dass die quirligen Gegner immer so nervtötend sind. Egal in welches Spiel, sobald der Gegner in irgendeiner Art quirlig und schnell ist und fliegend, dann nervt er. Und zwar tierisch. Ach. Ach ja, stimmt. Die haben wir sogar schon geöffnet.
Okay, gut. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch den Hauptgang und dann haben wir später ein bisschen Backtracking, wo wir dann ein bisschen was zu erledigen haben. Ach, Gott, seid ihr nervig. Stirbt. Mit Ü. Ach, jetzt haben wir drei an der Backe. Ne, daneben. Wieder daneben. Gibt's doch nicht. So. Was sagt Waffenlevel? Waffenlevel sagt, ah, fast die Hälfte geschafft. Okay. Dann holen wir mal unser Hundi und dann, gucken wir mal, was uns oben im Turm erwartet. Weil ich nämlich glaube, sonst war hier nämlich nichts mehr zu holen. Und ich lasche natürlich wieder falsch Richtung Eingang. Okay, da hinten habe ich den Gegner noch erwischt. Wie habe ich den denn ins Bild gekriegt? Hat sich weggeglitscht. Finde ich gut. Okay, dann holen wir mal unseren Hund. Das ist ja jetzt sowieso eine endgültige Entscheidung dann. Na gut, dann hätten wir den Reload gar nicht machen müssen. Gut, dann war das auch wieder ein kleiner Fail, den wir uns hätten schenken können. Aber naja, was soll's. Komm her, du dummer Hund. Wir wollen hier raus. Über dieses Gebiet hinter uns lassen können. Ist mir jetzt scheißegal. Die werden jetzt einfach nur alle weggeballert mit dem Zauber. Weil die mir einfach nur auf den Sender gehen. Müssen wir mal gucken, dass wir mal irgendwo Materialien kaufen können für Zauber. Hier, dann müssen wir. Ah, schon angenehmer mit dem Hund dabei. Oh, Ruhe jetzt. Aber was auf jeden Fall noch feststeht, wir haben immer noch da unten das Wasser drin in dem Gebiet. Okay. Da wir jetzt hier mit Sicherheit einen Bossfight haben, werde ich mal lieber den voll aufgelevelten Speer nehmen. Nice. Nicht so nice. Erstmals Kampfbeginn mit Konfusion. Ach, verdammt. Thank you.
sagen, wir gucken, dass wir das komische Auge nur mit aufgeladenen Angriffen begegnen. Treffer! Das war ein Punktwurf. Aber voll in die Mitte. Diamantauge erhalten. Ich habe den Gegner zwar nicht gesehen, aber perfekt getroffen. So. Und jetzt müssen wir wieder gucken, dass wir hier runterkommen. Okay, hat sich erledigt. Hat er automatisch gemacht. Was mich aber interessiert ist, wie kriegen wir hier das Wasser weg? Weil da hinten ist definitiv nämlich noch eine Höhle. Die habe ich nämlich auch genau gesehen. Und wir können auch einiges wiederholen. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine Menge Backtracking-Möglichkeiten mit Items etc. Ja, hier die Höhle meine ich. Da muss man doch irgendwie rankommen, oder ist das nur... Schade, dass es nicht, hier anscheinend nicht so geht wie bei Secret of Mana, dass man quasi die Angriffe stacken kann. Das heißt, dass dann ein Angriff draufkommt und der Gegner erstmal den Schaden kriegt und man weitere Angriffe hinterherhauen kann, dass er sich dann einfach steigert mit der Zeit. War natürlich auch für einen selber negativ, aber ich fand es ganz nett, um Gegner schnell zu beseitigen. Okay. Ja, hier denke ich mal, werden wir ins Wasser später, werden wir später runterkommen und dem Weg folgen können, weil hier ist eindeutig eine Höhle. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir da noch irgendwann mal reinkommen. Bestimmt nicht jetzt direkt, weil wir da wahrscheinlich noch irgendwas erledigen müssen für. Es sieht zumindest sehr stark danach aus. Kann aber auch sein, dass das nur eine Spiegelung ist von irgendeinem Berg, wo wir noch nicht hin, wo wir noch nicht angekommen sind. Aber zieht es nicht danach aus. Naja, durch die Spekulation. Wir werden jetzt nicht den Typen ansprechen direkt. Ah. Da haben wir doch direkt das probante Mittel, um hier überall einen Durchbruch zu kriegen. So. Das freut mich doch. Da kommt jemand. Ah, Erik, schön, dass du noch am Leben bist. Hast du die Diamantenaugen gefunden? Hi, Hector. Yeah, ich habe sie hier. Die Diamanten, gib sie mir. Okay, hier hast du sie. Ha, sie sind mir, endlich. Sie sind mir. Die Diamantenaugen sind mir, Heureka. Heureka? Der Typ ist bescheuert. Man sollte ihm eine Talkshow im Fernsehen geben. Egal, Lucky, wir folgen ihm. Vielleicht bringt er uns Glück. Ey, da wollte ich doch noch gar nicht hin. Ups, nicht so schnell, Kleiner. Unser Boss sagt, du bleibst hier. Ja. Was wollt ihr eigentlich? Hundert Juwelen erhalten. Das war leicht, doch ich glaube, da kommt noch etwas auf uns zu. Irgendwas stimmt hier nicht. Was ist nur mit Hector los? Ich schätze, Hector hat nichts Gutes mit den Juwelen irgendwo. Möglicherweise ist er schon alle Lachma aufgegangen.
Ich denke mal eher, dass das nicht Hector war, sondern jemand, der sich als er ausgegeben hat. Würde ich mal so behaupten. 3 Tropfen Wasser. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Die Folge wird diesmal wirklich mal was länger. Als Entschädigung für die Entschädigung. Weil ich Depp viel zu früh aufgehört habe. Geht ja mal gar nicht. So, wir werden jetzt gleich nämlich nochmal kurz zurückgehen. Und zwar in einen einzigen Gang. Dort ist nämlich noch etwas an Material für uns. Okay, Hector ist nicht mehr hier. Also es war auf jeden Fall Hector selber anscheinend. Hector hat das Camp verlassen. Er ist wohl am Westufer vom Fluss. Möchtest du neue Formeln auswählen? Hier haben wir Hitzeblitz bekommen. Kleine Feuerbälle. Zutaten. Jo, wollen wir. So, wir kaufen die Zutaten einfach voll. So, der Geiz, wir haben die Kohle gerade. Kleiner. So. Mach kurz speichern. Dann machen wir noch kurz ein bisschen Backtracking, bevor wir dann aufhören. Dann haben wir nämlich das auch direkt vom Tisch. So. Ich hoffe mal, dass wir nichts übersehen haben. Wenn doch, der gute Lord Raiden, der kennt sich aus, der wird mir bestimmt dann noch schreiben, da war noch was. Und werde ich auch wieder zurücklatschen. Aber wie gesagt, nur so dezente Hinweise, in welche Richtung ich nochmal reingehen sollte. Das finden muss ich dann selber hinkriegen. Ach, Mann ey, Stimme. So mit Erkältung aufnehmen ist nicht unbedingt die klügste Idee, gebe ich zu. Aber ist gerade nicht anders drin. Was sagt die Axt? Ja, noch ein bisschen. So, jetzt ist die Frage, war das hier unten oder was hier oben? Auf jeden Fall war an einer Stelle noch eine Mauer, die wir einreißen können. Und da sind Items. Ich glaube, hier sind wir falsch. Oder? Ja. Das muss der obere Weg sein. Ich weiß nämlich auf jeden Fall, dass das die linke Seite war und dass da noch eine eingestürzte Mauer ist. Und die müssen wir wahrscheinlich jetzt einreißen können. Ich gehe zumindest mal stark davon aus, weil ich habe nämlich keinen anderen Weg gefunden. Zauberperle gefunden. Na gut. Hat sich doch gelohnt im Großen und Ganzen. Zauberperlen sind nämlich extrem gut. Gut, dann haben wir hier das Backtracking schon mal abgeschlossen. Dann gehen wir mal weiter. Weil wir wissen ja noch, dass da noch eine Höhle etc. war, die wir nicht betreten konnten. Und zwar in der Nähe von dem kleinen Kaff.
Na komm. Achso, da. Wir werden jetzt mal die Gegner ein bisschen umgehen. Größtenteils. Die Spinne werden wir killen, dafür, dass sie uns jetzt wieder im Bildschirm zurückgeworfen hat. Missvieh. Mann! So treffe ich dich. Klein und quirlig. Das nervigste, was es in dem Spiel gibt. Ah. Es gibt für Flatterviecher und Spinnen. So, Hundi. Danke. Ein weiterer Durchbruch. Ethanol und Wurzel. Hey, wie bist du hier reingekommen, Junge? Ups. Ich habe mit meiner Axt draufgeschlagen. Da bist du der Offenbarte mit der Wurzel-Axt. Du musst in der Pyramide gewesen sein. Sicher bist du ein großer Forscher. Aber dir fehlt etwas. Die Energiesogformel. Oh. Oh, Energiesog. Chinese brauchen wir hin und wieder vielleicht mal Hundeleben. Naja. Hundeleben brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Du brauchst nur Ethanol mit zwei Wurzeln zu mischen. Mit dieser Formel kannst du einen Gegner Kraft rauben, sie für dich verwenden. Möchtest du Zutaten kaufen, bitte? Ja. Oh, kürzlich gut. Wasser haben wir nämlich fast nicht mehr. Habe ich einmal zu oft gedrückt. Ja, wahrscheinlich denken sich einige, oh, was macht der jetzt mit dem ganzen Geld? Nutzen. Ja. Hoppala. Wollte eigentlich noch etwas kaufen. Hier kann man nämlich noch einmal holen. Und ich würde sagen, wir machen dann hier mal Ende für heute. Wir haben ja ein bisschen was geschafft. Dann sage ich wieder danke fürs Zuschauen und beim nächsten Mal geht's weiter bei Secret of Evermore. Bis denn dann.